Hi, ich war mal bei einer großen Kette, die früher im Bereich Promotion sehr, sehr aktiv waren. Und die fragen mich, Jörg, es gibt doch auch Firmen, die mit der Promotion aufgehört haben wegen ihrem Ruf. Dann sage ich, wer? Dann sagen die, ja wir. Dann sage ich, das ist aber euer Problem, das ist doch eure Schuld. Wenn ich zu penetrant bin, heißt, wenn ich in der Promotion über den Kunden drüber gehe, obwohl er gar nicht will, und wenn ich im Nachgang den Kunden 15 Mal und mehr anrufe und damit penetriere, da bin ich doch selber schuld. Bei uns ist es so, im Bereich Promotion, wenn der Kunde nicht weiß, worum es geht, bin ich natürlich hartnäckig. Wenn der Kunde aber weiß, worum es geht, um Fitness, Gesundheit, und er will nicht, dann lasse ich ihn ziehen. Mit einem schönen Tag noch, schönen Einkauf, schönes Wochenende. Weil wenn der Kunde doch keinen Bedarf hat, warum soll ich weiter reden und Zeit investieren? Natürlich bekomme ich den Kontakt, wenn ich will. Aber was bringt's? Der macht dann keinen Termin, der kommt nicht zum Termin, der produziert dann nur Arbeit und kostet Geld. Deswegen, wenn ein Kunde aktuell keinen Bedarf hat, dann lasse ich ihn ganz einfach ziehen. Und im Nachgang, wenn wir überhaupt noch telefonieren, das meiste bei uns geht ja vor Ort oder online mit E-Mails und Landingpages, wenn der Rest noch telefoniert wird, rufe ich maximal 5-mal an. Maximal, weil dann muss ich verstehen, der Kunde hat keine Lust auf mich. Und deswegen ist Promotion, wenn du sie richtig machst, ein Imageaufbauprodukt. Weil der Kunde kauft immer das, was er kennt. Wenn ich jetzt frage, Brille, sagst du welche Firma? Brille? Fielmann. Warum? Weil Fielmann hat über Jahre Millionen in Werbung gepumpt. Brille, Fielmann, Brille, Fielmann, Brille, Fielmann, Brille, Fielmann. Dass die ganze Nation schreit bei Brille, Fielmann. Und so muss es bei dir auf dem Markt sein. Wenn wir am Tag 100 Kontakte machen in einem Einkaufsmarkt, dann sehen locker 1000 bis 2000 Menschen sehen deine Firma, dein Logo, deine Farben, deine Mitarbeiter, freundlich, sympathisch, motiviert. Und das prägt sich im Kopf des Kunden ein. Das heißt, wenn der Kunde je den Bedarf in sich hat, ich muss was tun für meine Fitness oder Gesundheit, dann erinnert er sich an deine Firma, weil er dein Logo, deine Firma regelmäßig gesehen hat. Und deswegen bauen wir über die Promotion ganz klar ein Image auf. Auch im Punkto Service, Qualität. Wie kannst du als Studio besser deine Serviceleistung, deine Qualität, Emotionen kommunizieren als über den persönlichen, direkten Kanal? Deswegen ist Promotion ganz klares Image-Aufbauprodukt. Oft höre ich auch in der Praxis, kommt dann so ein Kunde, ein Ex-Kunde, der sagt dann, ja, ich war mal bei euch, hab gekündigt, weil da war so ein Trainer. Dann sagen wir, der ist gar nicht mehr da, den mochten wir auch alle nicht. Und schon hast du das Image bei dem Kunden wieder aufgebaut, kannst ihn einladen, wieder erneut zu dir zu kommen. Deswegen bau dein Image auf. Kostengünstiger, persönlicher, emotionaler kannst du es nicht bei dir im Markt aufbauen.